Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Motorsportfreunde, zurück in Interlagos zum ersten Saisonrennen der WGP-Saison 2016. Schön, dass Sie dran geblieben sind, hoffentlich dran geblieben sind aus der ja schon relativ interessanten Qualifikation. Und ja, Sie sehen, es hat sich auch am Wetter nicht viel geändert. Strahlend blauer Himmel in Interlagos und ja, wir warten darauf, dass die Fahrer an den Start gehen. Und dann wird es gleich losgehen mit dem ersten Saisonrennen. Wir sind gespannt. Ab geht's! Und damit sind wir in Interlagos zurück zum großen Preis von Brasilien. Und Sie sehen schon nochmal die Qualifying-Zeiten eingeblendet. Und ich bin natürlich auch heute hier nicht alleine bei diesem Rennen, sondern Michael Cosbo ist natürlich auch wieder mit dabei. Richtig, hallo. Ich freue mich schon richtig aufs Rennen und ja, jetzt werden wir erstmal die Einführungsrunde sehen und ja, da können wir ein bisschen gleich sagen, woraus da ankommt. Das sehen wir für jeden Fall. Also Gaspar eröffnet die Aufwärmrunde und natürlich gibt es heute auch wieder ein paar Facts vorneweg vor dem Rennen, die hier eventuell von Wichtigkeit sein könnten. Und zwar zum einen sind das, Micha, die schnellen Kurven. Richtig, weil wie schon im Qualifying erwähnt, da könnte es durchaus zu Überhitzen der Reifen kommen, gerade jetzt in der Anfangsphase. Und wir werden daher wohl 2 bis 3 Stops sehen. Vielleicht gibt es ja auch einen Safety Car, dann könnte sich das noch korrigieren. Aber grundlegend Überhitzungsgefahr am Anfang. Und von schnellen Kurven springen wir auch gleich zum nächsten Key Fact, und zwar ist das der Topspeed, Micha. Und zwar, wie entscheidend kann der heute sein bei so einer schnellen Strecke? Ja, gerade in der Anfangsphase hat man natürlich großen Windschatten, also viel Windschatten, wenn man die Standziege gerade runterfährt. Das heißt, wenn man die letzte Kurve gut erwischt, kann man natürlich, wenn man eh schon mit wenig Flügeln fährt, da natürlich sehr gut überholen. Und das ist wichtig, weil gefahrloses Überholen ist hier eigentlich nur in der ersten Kurve oder in der zweiten möglich, also immer da, wo es auf Topspeed ankommt. Und als letzten Punkt, bevor die Fahrer jetzt gleich wieder auf die Start- und Zielgerade kommen, ist der Favoritenfaktor. Wie wichtig ist der heute, unter anderem für Gaspar und Co.? Ja, David Gaspers hat natürlich in der Qualifikation gezeigt, was er drauf hat, aber ich bin gespannt, Luca Zorn, der ja sich akribisch aufs Rennen eigentlich vorbereitet hat, und genauso Alexander Quickström. Vielleicht können die über die Renndistanz was machen und ganz entscheidend wird natürlich dafür jetzt auch gleich der Start. Genau, und dem nähern wir uns jetzt langsam aber sicher. Wir sehen schon, die Fahrer gehen in den letzten Sektor. Vielleicht nochmal kurz die Aufstellung im Schnellüberblick. Also David Gaspar startet ja von der 1 vor Alexander Quickström, dann Luca Zorn, du hast es gerade erwähnt, auch der vielleicht ein Faktor heute. Morgan Freeway auf 4, Tobias Dorsch auf der 5. Dahinter haben wir Gonzales Cativo vor Johannes Michel, Mark Jordan, dann kommt Travis Carter vor Daniel Bentenrieder. Dominik Kröken relativ weit hinten gewesen vor den beiden Scuderia Rinaldi, Stefan Köhler und Stefan Haselmann. Und wir sehen viel, viel Rauch. Ja, und Haselmann hat sich da, nee, Köhler muss es gewesen sein, der ist ja weiter vorne, der hat sich da wohl gedreht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Erstes Malheur zum Start und damit gehen die Ampeln an und der große Preis von Brasilien wird jetzt eröffnet. Auf ins Rennen. Und da sehen wir gleich, dass ja, da eine kleine Kollision passiert ist. Hinten hat sich auch einer gedreht. Vorne alles eng beieinander. Und wir sehen Luca Zorn, du hast es gerade gesagt, der nimmt sofort mal die erste Position ein. Vorder wird Gaspar auf Freeway ist damit dabei. Aber das geht soweit alles gut. Zumindest vorne, hinten haben wir gesehen, gab es ein bisschen Blechschaden. Und jetzt werden wir gleich schon die ersten Angriffe sehen auf dieser Geraden hier. Ja, Gaspar versucht es über die Außenbahn. Auch Cativo hält sich gut auf Platz 5 dahinter. Und der Quickström ist da fast so aus, als wäre der nahezu stehen geblieben. Das werden wir dann später in der Startwiederholung sicherlich noch sehen. Luca Zorn hat es tatsächlich geschafft, da ganz gut wegzukommen am Start. Ja, da ist er ein bisschen am Rutschen. Auch hinten sehen wir Rauch. Und die beiden Rockstar-Autos und Cativo im Gras. Ganz kurz. Hat ihn allerdings nicht ganz so viel gekostet. Hat auch ein bisschen Glück gehabt. Ja, da hat sich Freeway weggedreht. Das werden wir sicherlich dann auch gleich nochmal ins Replay eingespielt bekommen. Ja, da schauen wir gleich drauf, wenn wir ein bisschen mehr Ruhe haben. Die beiden Rockstar-Autos im Duell. Auch der ein oder andere kleine Schwenk. Und jetzt gucken wir mal eben ganz schnell auf die Wiederholung von Freeway.
Ja, da kommt's und wir sehen, Freeway dreht sich da und ja, González Gatillo kann da nicht ausweichen und wirft dann fast nochmal das Auto weg aus der Sicht von Freeway nochmal. Ja, er berührt David Gaspers da leicht und dreht sich. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Und damit springen wir direkt wieder ins Live-Geschehen, wo González Cativo versucht, Tobias Dorsch ein bisschen zu attackieren, zieht allerdings zurück. Dorsch hat die Kurve aber nicht gut gekriegt. Da könnte es gleich das nächste Manöver geben. Hier sehen wir Freeway auf die 10 zurückgefallen. Ist das bitter, Micha, so früh im Rennen dann so eine gute Ausgangsposition vielleicht auch wegzuwerfen? Ja, doppeltes Pech da sozusagen. Also Freeway, der sich natürlich dreht, der auch viel verloren hat. Und auch González Cativo, der sich jetzt hier am Zurückkämpfen ist, der hat weniger verloren. Freeway dürfte auch einen Schaden haben, das haben wir ja gerade gesehen. Ja, und Cativo hat in der Anfangsphase mit den Pironi-Reifen schneller als Tobias Dorsch. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Die Pironi-Reifen am Anfang des Rennens besser. Die Baldwin haben da immer Probleme, den Grip aufzubauen. Später wird sich das ein bisschen umkehren. Die Baldwins sollen da nämlich ein bisschen standfester sein. Ja, und Achtung, da vorne haben wir jetzt das Manöver von Gaspers. Der fliegt ja auf der Geraden quasi vorbei. Und Zorn bremst sich in die Kurve rein. Gaspers dementsprechend mit der schnellsten Runde. Auch hier haben wir den Angriff. Cativo. Und er scheint es geschafft zu haben, denkst du? Da dreht er sich. Ja, Berührung da. Tobias Dorsch. Da könnte es eine Strafe geben. Also er lenkt in ihn rein. Ich habe es auch gerade noch mal aus einer anderen Kamera sehen können. Ja, und Gaspers hat ihn. Gaspers ja, ist Gaspers vorne. Ja. Ganz starkes Manöver von Gaspers. Aber Zorn versucht natürlich jetzt noch mal irgendwie schnell zu kontern. Das ist ja auch seine einzige Chance, weil wenn der Gaspers erstmal loslegt, wird es schwierig. Hier haben wir Jordan, auch er hinten dran. Wieder viel rauf. Wir sehen Travis Carter in der Box. Das wird nicht planmäßig gewesen sein, gehe ich jetzt mal stark von aus. Nee, so früh macht das definitiv keinen Sinn. Nee, und Zorn hat zumindest den Mittelsektor ganz gut hingekriegt, ist dran geblieben und kann jetzt vielleicht auf der Start- und Zielgeraden angreifen. Wobei wir gesehen haben, dass der Topspeed vielleicht eher auf Gaspers Seite ist, aber mit Windschatten geht alles. Zorn auch über rechts, probiert es genau wie Gaspers. Und er ist innen und er bremst viel und lange und Zorn, ja, ist erstmal wieder durch. Ist allerdings auch sehr weit innen auf den Körb gefahren. Das ja, ging auch schon mal sauberer. Da haben wir Dominik Röken hinten dran. Und bevor wir direkt weitermachen, Micha, gucken wir nochmal schnell auf den Start. Deine Einschätzung dazu. Ja, gerne doch. Da schauen wir doch nochmal rein. Hier sehen wir den Start nochmal aus der Totalen. Und da sieht man auch, dass also Quickstream stehen geblieben sein muss. Ich hoffe, sehen wir das. Das sehen wir nochmal aus der Onboard. Feld sortiert sich dann. Ja, da sehen wir Quickstream relativ weit hinten. Gucken wir mal. Jetzt sehen wir erstmal den Start aus der Sicht von González Cativo. Da links sehen wir Quickstream. Ganz schlechter Start. Cativo steckt dagegen Freeway zurück. Dann sieht man im Rückspiegel Johannes Michel, ist er da kurz eingeklemmt, dann sortiert sich das Ganze. Ich hoffe, wir sehen es jetzt. Ja, genau, hier sehen wir Quickstream-Start. Ach du großer Gott. Das sollte er nochmal üben bis zum nächsten Rennen. Da kommt er ja gar nicht weg. Unglaublich. Und das erklärt auch, warum er jetzt so weit hinten ist. Macht dann hier die Position auch wieder gut, aber das war natürlich insgesamt schlecht. So, und damit wieder zurück ins Live-Geschehen, wo wir sehen, dass Dorsch immer noch unter Druck ist. Und vorne ist Luca Zorn also wieder an der Spitze. Er hat es tatsächlich geschafft, nochmal zurückzukommen. Hätte ich gar nicht so gedacht, Gaspers steht quer. Ist das jetzt auch ein bisschen Nervosität? Wir sehen das erste Mal an diesem Wochenende, dass Gaspers so ein bisschen aus der Fassung gerät, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, es kommen da zwei verschiedene Sachen zusammen. Also zum einen, oh, da gibt es ein... Ja, ich glaube, ein Stop. Könnte eine Drive-Thru sein für die Aktion mit Cativo. Wir werden's der wird sehen. Bestimmt nicht nur reinfahren, um sich einen Rockstar-Drink zu holen. Also das ist richtig nicht geplant, kann man mal von ausgehen. Ja. Also ich denke, das wird eine Drive-Thru sein. Wir haben jetzt nicht gehört, was die Rennleitung gesagt hat. Es wird auch beim zweiten Rennen anders sein. Da werden wir eine Live-Verbindung zur Rennleitung haben. Und hier Gaspers, wir sehen es jetzt auch sehr schön im Bild, er hat die roten Reifen, das sind die Baldwin-Reifen, die haben am Anfang des Rennens Probleme und Luca Zorn nutzt das im Moment,
in natürlich Kombination mit dem schlechten Start von Gaspers, um ihn hier zumindest mal zu ärgern. Ja, da können wir auch gleich mal auf die letzten Rundenzeiten schauen. Da ist Zorn mit 1.15.3 doch ganz gut dabei. Halbe Sekunde schneller war als Gaspers, der jetzt allerdings wieder rankommt. Wir sehen das. Und wenn er jetzt die letzte Kurve einigermaßen bekommt, dann könnte er gleich wieder die nächste Attacke auf Luca Zorn starten. Also das ist auf jeden Fall ein Rennstart, den haben wir uns, glaube ich, nicht besser wünschen können, dass wir hier direkt mal einen Fight an der Spitze sehen. Mal sehen, wie lange das andauert. Und Gaspers hat richtig guten Schwung gekriegt. Achtung, rechts ist das Gras, links das Auto. Er kann sich vorbeiquetschen und wird vielleicht auch vor der Kurve schon vorne sein. Zorn gibt nach, das reicht nicht. Vielleicht bremst er sich doch nochmal rein. Achtung! Kam mal kurz ins Schlittern, wäre fast in Gaspers reingerutscht. Aber es hat geklappt, Gaspers wieder vorne. Bis jetzt sehr fairer Zweikampf von den beiden, auch schön anzuschauen. Das ist genau das, was man haben will in der Spitze. Ja, Quickström nach seinem schlechten Start jetzt hier nur auf der 6. Ich bin mir sicher, der wird noch weiter nach vorne kommen. Hat also schon Sichtkontakt zu González Gativo. Und vom Speed her sollte der eigentlich auf 1 oder 2 oder 3 stehen. Deswegen, also der wird noch Boden. Das haben wir im Quali gesehen. Da ist der Zweite und da liegt ein Frontflügel. Liegt ein Frontflügel. Die Frage ist, von wem? Monfrio ist es nicht. Der ist noch ein bisschen weiter hinter den Jungs, den wir gerade im Blick hatten. Da haben wir es gesehen. Auf jeden Fall ein dunkles Auto. Luca Zorn bleibt zumindest in Schlagweite. Ja, die Kurve geht da auch sehr weit innen an. Und hat immer wieder leichte Probleme beim Rausbeschleunigen. Und jetzt ist er auch zu weit weg. Den wird er nicht attackieren können in dieser Runde. Da hilft aller Windschatten nichts. Wir sehen halbe Sekunde Abstand. Die beiden ziehen vorne weg. Gaspers lässt den Reifen stehen. Und hier haben wir Quickström. Der saust jetzt natürlich von hinten nach vorne. Will jetzt Cativo knacken. Aber man sieht, sobald er aus dem Windschatten raus ist, wird's knapp. Er bremst sich rein und hat ihn. Da hat Cativo die Tür ganz schön weit offen gelassen, Micha. Ja, ich denke, er weiß auch, was los ist. Ich weiß auch nicht, hat er vielleicht einen Schaden? Er ist ja dafür bekannt, dass er ja in so Situationen dann nicht unbedingt dagegen hält, wenn es ihn selber Zeit kostet. Und ich denke, es ist jetzt auch klug. Er fährt hinter Quickström jetzt her. Er hätte ihn nicht halten können. So verliert er keine Zeit auf Jordan. Und schneller als Jordan sollte er eigentlich von der Rennpace her sein. Von dem her wahrscheinlich gar nicht so unklug. Also ich denke, das war eher fast ein Vorbeilassen. Ja, für Sigmund Motorsport läuft es auch alles andere als optimal. Rücken hat zwar zwei Plätze gut machen können im Vergleich zur Qualifikation. Karte haben wir schon in der Box gesehen. Naja, mal schauen, was Rücken hier am Ende rausholen kann. Momentan ist er 9. Und Micha, es gibt ja auch ein Punktesystem, was den Fahrern eigentlich relativ entgegenkommt. Momentan auf Platz 9 würde er ja Punkte holen. Richtig, denn wir haben da eine Abwandlung. Jetzt gucken wir kurz. Zorn versucht's, schafft's aber nicht. Ja, wir haben hier eine Abwandlung vom MotoGP-Punktesystem, falls einige das vielleicht kennen. Also der Sieger bekommt 25 Punkte, der zweite 20, der dritte 16. Und da steht Carter, das könnte vielleicht... Ja, der steht und ich glaube, der fährt nicht wieder los. Ist da der Motor aus? Ja, das müsste man jetzt mal recherchieren. Konnten wir leider nicht hören. Vielleicht, Also er hat auf jeden Fall eine Beschädigung. Vielleicht war er vorhin das mit dem Front. Das kann durchaus sein, ja. Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen. Erneut, weil er war ja schon mal ganz früh an der Box. Und vielleicht hat er sich nochmal den Frontflügel beschädigt. Auf jeden Fall würde er jetzt auf Platz 13 keinen Punkt mehr bekommen. Denn der Letzte, der einen Punkt bekommt, ist der 12. Der bekommt einen. Und das würde auch für die Scuderia Rinaldi-Fahrer bedeuten, sie würden beide punkten. Und ich glaube, dann geht da eine Party ab. Ja, Carter, was macht er jetzt? Also er rührt sich zumindest wieder. Es ist ein verkorkstes Rennen für ihn aktuell. Aber er macht weiter. Warum er da jetzt eine Minute Kaffeepause gemacht hat, das weiß keiner so richtig. Aber es geht weiter. Das ist das Wichtigste. Vielleicht hat ihn die Rennleitung auch angewiesen. Achtung, Jordan gegen... Quickström. Quickström, genau. Der kommt jetzt wieder nach vorne. Ist jetzt hier auch auf der Außenbahn. Wir haben es gesagt, Quickström bläst zum Angriff. Jordan mit Problemen beim Anbremsen, aber es passt. Ohne Berührung. Jetzt werden wir ja sehen, kostet das ein bisschen Zeit. Und was ich kurz sagen wollte, vielleicht wurde Travis Carter ja darauf hingewiesen, Mann, dein Auto kann doch noch fahren, dann fahr doch an die Box.
obwohl du Schaden hast, das ist allemal besser, als wenn du da an einer gefährlichen Stelle rumstehst. Kann ich mir gut vorstellen. Anders ist diese, wie du es genannt hast, Kaffeepause auch nicht zu begründen. Ja, und damit ist Quickström wieder Vierter, was auffällig an der Spitze ist, was wir jetzt schon mehrmals sehen konnten. Bei Gaspas steht der Reifen doch sehr häufig, im Vergleich zu Luca Zorn zumindest. Kann das auch an den Reifen liegen oder ist das eine reine Fahrstilsache? Das hat man im Qualifying schon gesehen. Also da waren eigentlich Cativo und Gaspas so die Rauchkönige. Wird der Reifentemperatur nicht so gut tun. Also in Sachen Bremsplatten ist es unkritisch. Also die Reifen sind relativ gutmütig. Aber da werden wir mal sehen, ob das vielleicht ein Nachteil wird. Also Gaspas war das ganze Wochenende schon ziemlich rauchend unterwegs. Werden wir mal sehen. Ja, jetzt hat er auf jeden Fall schon mal 2 Sekunden angefressen. Der dritte ist sogar schon 10 Sekunden dahinter. Also die beiden setzen sich vorne ab. Und hier dahinter haben wir das Grüppchen beieinander. Mal gucken, ob Cativo den Angriff auf Jordan wagen kann. Das könnte das nächste kritische Duell werden. Und natürlich auch Quickström, ob der sich auf den dritten Platz nach vorne arbeiten kann. Luca Zorn sieht man auch. Der fährt mit ein bisschen mehr Downforce als sein Teamkollege. Bei dem steht das Rad nicht, aber dafür wirft er das Auto regelrecht im Mittelteil in die Kurven. Das hat man gerade wieder schön gesehen. Ja. Oh, ja. Oh, Cativo, ja. Nicht so sauber. Tobias Dorsch, der ist weit zurückgefallen. Wenn man überlegt, der ist von 5 ins Rennen gestartet. Ja, wir haben jetzt mal gerade so einen schönen Durchlauf, wie die Positionen im Moment sind. Haselmann, wie gesagt, ja. Wenn die Rinaldi-Fahrer hier mit einem Auto, Bentenrieder. Der ist auch noch vor Bentenrieder, ne? Das könnte ja unter anderem auch der gewesen sein, der den Frontflügel verloren hat. Haben wir leider nicht sehen können. Er hat einen dunklen Frontflügel. Kater hat abgestellt. Das heißt also, was ich gerade sagen wollte, die Rinaldi-Jungs, also das Team hat gerade so das Auto quasi zusammengebaut, kurz vorm Wochenende und hat es hierher geschafft mit Sponsorengeldern, die da doch noch wohl geflossen sind. Viel sieht man ja nicht auf ihrem Auto. Und die würden, glaube ich, abfeiern, wenn die hier dabei sind. Einige Teams sind das ja heute nicht, aufgrund dessen, dass sie noch nicht fertig waren, beziehungsweise es nicht hinbekommen haben. Und da werden die Jungs eine Party veranstalten, wenn die hier Punkte mitnehmen, deswegen. Nicht nur das. Also da sind die Chancen definitiv da für die Scuderia Rinaldi und wir sehen schnellste Runde Alex Quickström. Da setzt man ein Zeichen an die Jungs da vorne und er kommt ran an Johannes Michel. Der hat so einen unfassbar guten Start gehabt in den ersten Runden. Ist aktuell Dritter, aber den wird er wahrscheinlich gleich abgeben müssen, fürchte ich. Er hat ja von diesen Kollisionen profitiert, fährt bis jetzt, wie man hier sieht, mit vollem Einsatz. Und da wird man gespannt sein können. Er war ja einer von denen, die im Qualifying immer so ein bisschen mit dem Abkürzen Probleme hatten. Das kann natürlich auf einer Renndistanz Gaspers schnellste Runde. Mal gucken, ob Quickström jetzt direkt kontern kann. Wir werden vielleicht leicht dabei sein, wenn er die Ziellinie fährt. Ja, und der wird vielleicht Probleme haben. Oh, das war aber ja, das war sehr großzügig von Alexander Quickström. Ja. Also Streckenbegrenzung mal komplett außer Acht gelassen. Und der Quickström hat da vorne gerade die Pyromaschine angeworfen, beziehungsweise also Freeway macht's besser. Der Michel wird wahrscheinlich den dritten Platz vom Speed her nicht halten können. Bin ich sehr gespannt, wie das Duell ausfällt. Johannes Michel auch einer, der Risiko geht im Zweikampf. Quickström ja auch dafür bekannt. Also da können wir uns vielleicht auf ein explosives Duell gleich freuen. Ja, an der Spitze, rein zur Information, gerade auf dem Live-Bildschirm bei knapp 4 Sekunden Abstand, also Gaspas fährt Luca Zorn jetzt immer mehr weg, ja? Freeway, kleiner Ausflug, liegt jetzt knapp hinter Tobias Dorsch, also es bahnen sich 2 Duelle an, Nordic Clifford Racing will sich nach vorne arbeiten, nach diesem verkorksten Rennstart. Aber sie haben noch 41 Runden und es bahnt sich zumindest hier schon mal der Kampf um Platz 3 an. 13. noch, also der kommt rasant näher hier. Und Gaspars neue Schnellster 1:14:01. Wir merken, Micha, die Reifen, die kommen langsam. Und hier ist Michel ein bisschen weit draußen. Jetzt kommt Quickström in den Windschatten. Na, wer hat den Topspeed? Michel war, glaube ich, der Schnellste im Quali vom Topspeed her. Ja, und das zeigt sich. Aber Quickström bremst sich halt mit aller Erfahrung dann auch rein. Sauberes Manöver. Ja, wunderbar gemacht. Schön gebremst. Bremspunkt auch perfekt getroffen. Und damit ist er durch. Wow, aber jetzt kommt er. Ja, der Topspeed ist Michel. Achtung.
nicht zu viel riskieren. Wir haben noch 48 Runden. Zum einen das und zum anderen muss er ja merken, dass er nicht mitkommen kann. Ich denke mal, jetzt im zweiten Sektor wird er viel verlieren. Und hier haben wir das nächste Duell. Auch Rockstar gegen Nordic Clifford. Also das doppelt sich jetzt gerade an zwei verschiedenen Punkten des Feldes. Und beide Male ist das Clifford-Team deutlich schneller. Mal gucken, ob er es jetzt im zweiten Sektor schon wagen kann. Es ist ja schwierig, hier zu überholen. Wäre fast aufgefallen, da vorne. Oh, ja, und da vorne ist ein Auto neben der Bahn. Es war, glaube ich, ein blaues. Ja, Köhler. Ja. Also, Köhler, der damit auch gekonnt den Hintermännern aus dem Weg gegangen ist, muss man auch mal so sagen. Vielleicht Taktik, wer weiß. Ja, ist ein sehr schwerer Fahrer auf jeden Fall. Das hat man in der IGP letztes Jahr schon gesehen. Da hat er übrigens dem Team, für das er jetzt fährt, im letzten Rennen noch die Position entrissen in der Konstrukteurs- bzw. Teamwertung, wie es ja da heißt. Also, das ist eine interessante Geschichte im Übrigen, mal so ein Randaspekt. Und jetzt Freeway. Also wir sehen, die Start-Ziel-Geraden ist einfach der beliebteste und beste Punkt zum Überholen. Und Freeway wird das jetzt auch wieder ansetzen. Bremst er sich rein wie Quickström? Das tut er. Aber Achtung, Dorsch ist da ein bisschen cleverer. Versucht direkt zu kontern, zu kreuzen und hat jetzt besseren Schwung. Das kann gehen. Ja, wenn er denselben Topspeed wie... Freeway. Und jetzt hat er es natürlich weg. Aber wenn er sich reinbremst, könnte es noch gehen. Achtung! Kleiner Stupser, alles noch im grünen Bereich. Und jetzt wählen wir vielleicht mal ein Manöver im zweiten Sektor. Aber das ist schwierig da. Das darf man eigentlich auch nicht. Das ist eine Stelle, die kann man nur mit Gewalt und Blechschaden durchstehen. Problem ist, er verliert jetzt unheimlich viel Zeit. Oh, okay. Und jetzt hat es weggehauen. Und wie? Ja, das hat sich erledigt. Ja. Ja. Das genau Dorsch in dem Moment, wo ich sagen wollte, er verliert jetzt unheimlich viel Zeit in dem Duell, muss sich der Rockstar-Fahrer Tobias Dorsch jetzt um einen neuen Frontflügel bemühen. Dem wird ihm die Boxencrew wahrscheinlich auch zugestehen, aber er wird jetzt auch viel Zeit verlieren und damit ist Johannes Michel jetzt das heißeste Eisen. Ja, und das Eisen ist auch noch relativ nah an Quickström dran, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, da kommt er wieder. So herangeflogen ist, bei Michel geht es jetzt richtig steil, aber den... holt er hier noch nicht. Ist auch eine schwierige Stelle zum Überholen. Da muss man schon wirklich daneben sein. Die Start und Ziel bietet sich einfach an. Ja, Johannes Michel ist ja auch so ein Fahrer, der ist manchmal, ich betone das, manchmal Wahnsinn und Genie nah beieinander. Das werden wir sehen, was da rauskommt. Tobias Dorsch, 7 Sekunden steht er mit Frontflügelwechsel. Glückwunsch an die Rockstar-Mannschaft. Ja. Das ist ein guter Stopp. Ah, Rockstar hilft scheinbar. Also das muss man erstmal so machen in der Zeit. Und wo kommt er raus? Wir sehen hier aktuell eingeblendet Platz 9. Oh, Achtung, da war die Wand auch sehr nah dran. Bentenrieder wäre der Nächste, der kommt hier hinten. Ja. Also das reicht easy für Tobias Dorsch. An der Spitze sehen wir jetzt in der Grafik eine Irritation oder haut das so hin? Auf den Abstand haben wir jetzt gerade nicht in der Kamera. Hier haben wir auf jeden Fall Hasemann auf Platz 11 aktuell unterwegs. Und Gaspers war in der Box. Also habe ich das richtig gesehen auf der Anzeige. Gaspers in der Box. Kann er jetzt schon planmäßig gewesen sein mit den Reifen? Jein. Also man kann ja verschiedene Ansätze haben. Logischerweise ist der Reifenverschleiß mit vollem Tank ein bisschen größer als ohne Benzin oder weniger Benzin später. Dementsprechend werden wir mal sehen, ob ihm da noch welche nachfolgen. Es wäre jetzt mal schön, ich habe jetzt gerade leider in der Grafik gar nicht drauf geachtet, als wir die Boxenstops hatten, ob da schon noch jemand an der Box war. Wir werden es wahrscheinlich gleich an der Reihenfolge sehen. Ich denke, es ist durchaus ein realistischer Zeitpunkt, um den ersten Stop zu machen. Also da haben wir ihn und wir sehen auch bei den Last Times unter anderem Alexander Quickström, 1:15:1, auch schnell unterwegs, aber wenn wir gesehen haben, was ein David Gaspers hier heute schon gefahren ist, der Speed bisher auf jeden Fall sehr überzeugend und Michel, wie gesagt, er hält ganz gut mit und jetzt gehen beide rein, beide gleichzeitig und wenn das Rockstar-Team jetzt nochmal einen guten Job macht, dann könnte es vielleicht einen Tausch geben, aber auch nur ganz vielleicht. So, Nordic Cliff. Und das ging schnell. 2 Sekunden. Und hier Michel ein Eck länger.
Ja, Gaspar ist wieder in Führung. Der wird jetzt auch Zeit gewonnen haben und da ist ja unser Kandidat. Lukas Horn war auch drin, deswegen ist Gaspar wieder vorne. Und vor allem Jordan auf 2 könnte wichtig sein fürs Duell, fürs Fernduell, muss man ja mittlerweile sagen. Zorn gegen Gaspers, weil der Mark Jordan hat uns ja gesagt, er will vielleicht eine Einstop-Strategie probieren. Das heißt, der wird noch eine Weile und fahren. Und hier die Teamkollegen, und das war, denke ich, abgesprochen, weil das war so offensichtlich. Ja. Aber das hat die Situation natürlich gut geklärt. Ich wollte gerade fragen, wie löst man diese Situation denn jetzt am besten? Und das haben sie ganz gut gemacht, die Jungs. Auch wenn es etwas kurios kurz aussah aus der Onboard. Und hier muss Luca Zorn jetzt schnellstmöglich an Jordan vorbei. Und es gibt tatsächlich ein Überholmanöver abseits der Start-Zielgeraden. Und das macht er wunderschön. Und das hat auch wunderbar geklappt. Richtig, aber wenn da Jordan einen Tick zu früh aufs Gas geht, hängt er in ihm drin. Also da gehören immer zwei dazu. Da hat er gut aufgepasst, der Mark Jordan. Und wie du siehst, er bleibt draußen. Also da bin ich sehr gespannt, ob der wirklich eine Einstop-Strategie macht. Er meinte, man kommt gerade so durch laut seinen Berechnungen. Und Michel hat eine Drive-Thru bekommen. Wieder wegen drin. Und was sehen wir da? Da ist auch noch einer von Nordic Clifford mit drin. Ist das Quickström? Waren die beide zu schnell? Nein, der Michel hat eine Strafe wegen Abkürzen bekommen, erfahre ich gerade. Ah, das ist dann Freeway wahrscheinlich, der jetzt gerade den Stop gemacht hat. Genau, genau. Freeway und Michel hat tatsächlich eine Strafe wegen Abkürzen bekommen. Ah, ist das bitter. Nach diesem guten Rennstart dann so ein Ding. Ist natürlich sehr ärgerlich. Hier kommt Kativo, der könnte Michel noch sacken. Schafft er nicht. Der war also auch schon an der Box und der war sogar eine Runde vor Gaspers. Das heißt, der war der Erste. Na, sehen wir jetzt auch an den Reifen. Und ja, da hat er schon mit zu kämpfen. Also sieht man auch, dass es noch relativ neu ist. Auch Michel vorne und ziemlich am Rumrutschen noch. Die Pironi-Reifen sind natürlich jetzt wieder im Vorteil im Vergleich zu Michel. Gaspers legt drauf, 1.13.8. Stark, vor allem wenn man weiß, dass die Pironis eigentlich jetzt besser gehen. Ja. Da hätte man vielleicht von Luca Zorn eine schnellste Rennung jetzt erwartet. Wobei der ja später drin war, der macht ja jetzt seine Runde noch, Michel. Also er hat jetzt schon seine Herzinfarkt-Momente dabei gehabt, Michel. Also ob das auf die Dauer gut geht, ich mag es aktuell noch zu bezweifeln. Und jetzt kommt Kativo. Nimmt die Außenbahn, haben wir heute schon ein paar Mal gesehen, ist nah am Gras dran. Das kann auch mal gerne schief gehen, aber er schafft's nicht. Ja, ist vielleicht mit mehr Schwung, aber das sieht eher nicht danach aus. Nee. Vor allem, weil wir gesehen haben, dass Michel jetzt nicht den allerschlechtesten Topspeed hat. Da reicht es dann nicht für Kativo. Und er, du hast es vorhin auch schon gesagt, ist ja jetzt niemand, der dann mit der absoluten Brechstange sofort reingeht, gerade zu dem Zeitpunkt des Rennens. Aber er ist dran. Und dann die Stelle. Ja, die Stelle ist echt bis jetzt so ein bisschen die Stelle, ja, wo man sagt, da besser nicht. Aber es scheint irgendwie einladend zu sein, wenn man das hier mal wieder gesehen hat. Also das nächste schnellste. Da die Nase doch reinzustecken beim Gegner. Ja, Kativo deutet es immer mal wieder gerne an, aber letzten Endes wird es doch auf die Startziele hinauslaufen. Und da ist weg. Michel auf einmal weg aus dem Bild. Wo ist er denn? Da, und auch er ohne Frontflügel, der zweite Rockstar heute. Ja. Ah, ist das bitter, aber ich hab's gesagt, das sah schon die ganze Zeit so ein bisschen ungerade aus. Und jetzt hat er es dann doch endgültig weggeworfen. Wir gucken uns nochmal in der Wiederholung kurz an. Ja, hier haben wir es nochmal. Ja, einfach Fahrfehler, Abflug auf den Curb, bam. Also mit diesem Unfall hat Johannes Michel natürlich sehr, sehr gute Chancen verspielt. Hätte nicht sein gemusst. Und damit schwinden für ihn natürlich die Chancen, hier eine sehr gute Platzierung zu erreichen. Quickström, aktuell Dritter, hat sich wieder weit nach vorne gekämpft nach dem miserablen Rennstart. Und Jordan, der war noch nicht in der Box. Der hängt ihm nicht mehr im Nacken, aber ist zumindest so ein bisschen dahinter eingeordnet. Der wird noch seine Runden drehen, je nachdem, wann er ja in die Box kommt dann. Ja, man macht ja ein bis zwei Stops weniger. Von dem her ist da, wo er jetzt gerade fährt, das ist durchaus beachtlich, ist durchaus in Ordnung.
Und da wird er viele, viele Punkte holen, wenn die Strategie gut durchgeht. Also da sieht's gut aus bei ihm. Naja, durch diesen Unfall von Johannes Michel haben wir jetzt ein bisschen Ruhe reingekriegt dort vorne in die Top 5. War ja noch so ein bisschen der Unruheherd, Quickström, Michel. Und jetzt nach den Stops hat sich alles so ein bisschen erstmal beruhigt. Man ist fast bei Halbzeit. Und hier hinten haben wir ihn. Und er hat sich sofort wieder den nächsten geschnappt. Da dachte ich, wenn ich vorne nicht mehr fahre, dann halt hinten. Und jetzt hat er Dominik Röken vor sich. Den er auch locker regt, aber Röken schlägt zurück. Wenn er schon kämpfen kann, dann will er es auch. Und Michel macht das aber nicht schlecht mit dem Herausbeschleunigen, ist jetzt fast daneben, aber er kann den Schwung mitnehmen. Wir wissen, er hat einen guten Topspeed, hat man gerade erst gesehen, wie er schnell da vorbeigezischt ist und Röken macht ganz schön zu. Michel kommt aufs Gras und es ist keine einfache Stelle und genau das passiert dann meistens, wenn man an der Stelle versucht zu überholen. Was war das? Da kommen dann gleich ein, zwei Leute noch vorbeigefahren, die da fast in ihn reinfahren. Also für Michel entwickelt sich das Ganze immer weiter nach unten. Der Rest wird Danke sagen. Haselmann, Köhler. Einziger, der ausgeschieden ist bisher, ist Travis Carter im Sigmund Motorsport Auto. Ja, Dominik Röken, der Mann mit dem Barrichello-Helm, aktuell auf der 8. Relativ weit hinter Tobias Dorsch. Da dürfen wir nicht vergessen, der war ja auch wegen einem Unfall. Und Michel ist jetzt kaputt? Fragezeichen. Und die Frage ist auch, warum? Weil er steht da ja. Und das könnte ein Safety Car geben. Das wird sogar mit großer Wahrscheinlichkeit. Kann man befürchten. Das ist richtig ungut, die Stelle, die er sich da, na ja, gut ausgesucht hat, kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber auf jeden Fall super optimal fürs Rennen. Und das gibt es ja, da sehen wir es. Tatsächlich, und wir sehen Luca Zorn auf 1 gelistet vor Alexander Quickström. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler im HUD ist, aber da ist er doch. Luca Zorn, wo ist... Die Führungsgruppe kam auch, nachdem Michel da gefahren ist, müsste die auch vorbeigekommen sein. Nicht, dass der Gaspers dann am Ende reingefahren ist. Wo ist Gaspers? Bendenrieder auf 9. Wir sehen Safety-Car-Fahrer Yannick Malaika, der sich jetzt dann auch direkt auf die Strecke begeben hat. Da steht das Auto von Michel. Und wo zur Hölle ist unser ehemaliger Führender? Auf jeden Fall mal nicht hier. Cativo auf 3, ja, ist natürlich jetzt auch dadurch ein bisschen nach vorne gerückt. Freeway auf 4. Weil da waren einige an der Box. Jordan mit Sicherheit. Jordan mit Sicherheit. Und da haben wir Gaspers. Ja. Mit Sicherheit war da irgendwas. Ich hoffe, wir sehen irgendwie noch ein Replay oder so. Ja, dann wir gleich schauen, ob wir während der Safety Car Phase vielleicht was zugespielt bekommen. Röken auf 8. Röken hat es ja indirekt ausgelöst, auch wenn er da gar nicht viel für kann. Er ist einfach außen vorbei, wollte vorbei und Michel hat halt reingehalten. Wie gesagt, ja, wenn da beide durchziehen in der Kurve, wird es einfach zu eng meistens. Da musst du schon zwei sehr souveräne Fahrer haben. Haselmann, der durfte am Safety Car vorbeifahren, wenn wir das richtig gesehen haben. Ja, und sein Teamkollege nicht, und das verwundert mich gerade ein bisschen, weil das ist nicht den Regeln entsprechend. Das ist nicht korrekt. Der Köhler ist nämlich immer noch dahinter. Den habe ich nämlich vorhin gesehen. Der ist nämlich zwischen Zorn, Quickström und dann kommt er und dann kommt Cativo. Das ist falsch. Wenn das jetzt so bleiben sollte, verliert er eine Runde auf seinen Teamkollegen. Das wäre extrem bitter für ihn. Also so langsam hängen sich die Autos allesamt dahinter. Ein paar Vereinzelte haben wir gerade, wie gesagt, noch gesehen, die sich erst noch anstellen müssen. Und jetzt höre ich gerade, wir haben die Szene mit David Gaspers aufgearbeitet. Wir schauen mal rein. Natürlich fragen wir uns, was ist da jetzt passiert? So, David Gaspers, sieht alles normal aus. Da steht Michel und der wird doch nicht in ihn reinfahren. Ja, das erklärt dann auch, wo er geblieben ist. Voll da rein. Da hat er Glück, wenn da wirklich nur
Ja, und das, was wir schon vorhin gesehen haben, Rücken, und dann dreht er sich nochmal selbst und dann Missverständnis und knallt voll in ihn rein. Also das auf jeden Fall eine Wiederholung, wo mir ganz offen gesagt ist, erstmal der Mund offen stand. Also das, Micha, das ist ein Hammer. Ja, vor allem Michel, wie gesagt, er will ja quasi noch dem Gast was Gutes tun und fährt noch in Richtung Kurven, ja, also Innenseite der Kurve. Und ja, Gaspers entscheidet sich natürlich, weil er will ja keine Zeit verlieren. Er entscheidet sich für die linke Seite und brettert halt rein. Ich meine, ja, Pech für ihn, aber so viel Pech das für ihn ist, vielleicht ist es fürs Rennen spannend, weil der wird mit Sicherheit probieren, trotzdem wieder nach vorne zu kommen. Mhm. Und wir werden einen spannenden Kampf an der Spitze erleben, weil man da auch die Einschränkung machen muss. González Gativo zum Beispiel hat zwei Nachteile. Zum einen ersten Nachteil sehen wir hier. Stefan Köhler wurde nicht am Safety Car vorbeigewunken. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass das jetzt noch gemacht wird. Der hängt also mittendrin, und zum anderen hat er die Reifen nicht gewechselt. Also ich kann mir eher vorstellen, dass Freeway und Jordan zusammen mit Gaspers natürlich nach vorne Druck machen werden. Ja, und der Hammer ist, wir haben immer noch nicht das komplette Feld eingefangen. Bentenrieder ist jetzt gleich dran, Rücken war in der Box, haben wir gesehen. Und wir müssen ja dazu auch noch sagen, David Gaspers, der hat jetzt eigentlich Glück im Unglück gehabt, dass es die Safety-Car-Phase gab, weil dadurch ist er ja eigentlich wieder relativ nah dran an der Spitze. Von daher vielleicht doch nicht die schlechteste Situation, die es jetzt hätte geben können. Richtig, also es hätte deutlich schlimmer enden können vor allem. Also es hätte ja auch damit enden können, dass er sich einen irreparablen Schaden holt. Er hat relativ viel Glück gehabt. Ja. Im Unglück natürlich, muss man ganz klar sagen. Und ja, da werden wir mal schauen, was das bringt. Hier sehen wir auch mal das Safety Car, und wir sehen, dass Yannick Malaika ein guter Safety Car Fahrer ist. Er hat sich auch vorbereitet hier auf den Grand Prix, genauso wie das die Fahrer auch tun, auch wenn das manchmal vielleicht ein bisschen belächelt wird. Auch die Safety-Car-Fahrer üben, und man sieht, er hat das Ding voll unter Kontrolle. Ja, wobei man ja auch dazu sagen muss, die Safety-Cars, die haben nicht ganz die Power von den richtigen Rennautos hier. Die müssen schon ein bisschen mehr am Limit fahren, auch wenn das von außen gar nicht so aussieht. Richtig, sieht ruhig aus, ist aber sehr schwierig. So, Luca Zorn, der das Tempo fällt an. Phil wollte gerade sagen, das sah aus, als wenn er jetzt in die Box geht, und damit dürfte es jetzt gleich den Restart geben. Zorn gibt Gas und nee, noch nicht. Ja, jetzt. Stoppt das Feld und jetzt gibt er Gas. Genau, jetzt gibt er Gas und Quickström ist dran. Achtung, der will den gleich in die Zange nehmen, bremst sich vorbei, auch dahinter versuchen ein paar Leute Plätze gut zu machen. Gaspers guckt sich das Ganze erstmal ruhig von hinten an. Und Quickström ist erstmal wieder vorne, aber Zorn, der attackiert zurück. Die zornige Gegenattacke. Ja, und die Kurve, da haben wir jetzt gerade eine schlechte Erfahrung mit gehabt, und Luca Zorn zieht auch zum Glück zurück. Ja. Jetzt wollen wir sehen, der Teamkollege kann ihn natürlich nach hinten abschirmen, das ist so ein bisschen sein Plus. Ja, also wir sehen da vorne Nordic Clifford Racing zusammen mit Equipo Saldo, also die zwei Teams direkt beieinander da vorne. Und dahinter haben wir dann Gaspers. Und ich glaube, González Gatillo muss ihn nach hinten abschieben, weil der hält da einfach auch nicht mit von der Pace. Er hat ältere Reifen und der Freeway wird ihn sicherlich bald angreifen. Hängt da schon hinten dran, und dahinter kommt schon Gaspers, wie gesagt. Mal sehen, wie viel er aus diesem Auto noch rausholen kann. Wird sicherlich auch die Spurstange ein bisschen drunter gelitten haben. Na, Mark Jordan hat auch ein bisschen was verloren. Der hat ganz schön Plätze eingebüßt. Und jetzt kommt der Konter von Luca Zorn. Im Hintergrund sehen wir morgen Freeway gegen Cativo. Wer behält in doppelten Teamduellen hier die Überhand? Ah, Zorn sehr weit über den Randstein, bleibt dahinter. Und Freeway bleibt auch dahinter. Muss jetzt aufpassen, denn dahinter kommt schon David Gaspers. Und der wird den Schwung jetzt mitnehmen. Versucht er es in der Unfallkurve Nummer 1 bis jetzt heute? Er setzt sich zumindest daneben. Vorne Zorn schafft es nicht. Und hier sind fast drei Autos zusammen. Und Cativo, ja, kriegt die Kurve nicht. Ja, da ist er zu weit innen angefahren. Ach, und Achtung, Gaspers hier außen. Versucht jetzt hier zu kreuzen. Schafft es nicht. Und da fliegt Cativo ab im Hintergrund. Das war eigentlich jetzt, ja, fast schon zu erwarten. Also die Kurve eben, die ist er innen angefahren. Ich weiß nicht, wollte er beide blocken, und
dadurch jetzt Mark Jordan und Tobias Dorsch, der eigentlich so weit hinten war nach seiner Strafe und nach seinem Fehler, wieder vorne dran. Genau, für Tobias Dorsch war es ja im Prinzip nur von Vorteil, diese Safety-Car-Phase. Dadurch seinen Fehler vom Anfang des Rennens wieder ausgebügelt und hier vorne kann Quickström nicht wegziehen. Zorn nimmt ihn unter Beschuss, versucht es jetzt natürlich wieder. Setzt sich daneben hinten. Ja, genau, Gaspars versucht es natürlich genauso. Also Freeway und Teamkollege unter Druck. Gaspars holt ihn sich vielleicht. Wir haben es nicht ganz abschließend gesehen. Jetzt hat er ihn, ja. Ist damit wieder Dritter. Und auch hier geht's eng zu. Also das macht jetzt natürlich richtig Laune durch diese Safety-Car-Phase. Vorne Zorn wieder daneben. Reicht nicht. Aber Jordan, der versucht's in der Kurve und das geht gut. Hut ab, meine Herren. So macht man das in der Kurve. Ganz starkes Ding. Und Zorn setzt ihn richtig unter Druck. Muss jetzt aber auch aufpassen, denn Gaspars kommt von hinten. Der wird jetzt der lachende Dritte sein in dem Duell, habe ich das Gefühl. Ich wollte gerade sagen, die beiden quasi Kronprinzen duellieren sich und der bisherige König der Zeiten und auch des Rennens bisher, der schaut sich das von hinten an, der wird aufschließen. Das wissen die beiden, denke ich auch, aber es hilft ja nichts. Sie müssen gegeneinander kämpfen, denn keiner von den beiden will am Ende dann der sein, der als erstes von Gaspars überholt wird. Quickstrup probiert verzweifelt wegzufahren, Zorn will natürlich überholen und dasselbe probieren. Ja, jetzt könnte es gehen für Quickström, da hat er jetzt genug Abstand gehabt, dass Zorn nicht vorbeikommt. Er versucht sich trotzdem reinzubremsen, nimmt immer den Körper, finde ich, sehr großzügig mit. Ja, ist auch die Frage. Guckt und ist wieder dran. Drauf. Das wird die Frage sein. Und er setzt sich jetzt hier daneben. Den Schwung hat er gut mitnehmen können. Da ist er aus dieser ersten S-Kurve richtig stark rausgekommen. Aber er zieht auch wieder zurück. Also er versucht es bis jetzt nicht in dieser Kurve. Er ist immer daneben, aber er zieht dann doch zurück, weil er weiß, das ist verdammt schwierig. Und Köhler war, glaube ich, auf Abwägen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das ist ein Teamkollege. Ja, aber die fahren vor sich hin und das funktioniert ja bis jetzt auch ganz gut. Und jetzt hat Zorn ihn. Vorerst. Und das im zweiten Sektor. Dankeschön für dieses Manöver, denn das haben wir heute nicht oft gesehen. Quickström kontert Zorn direkt wieder. Und der setzt sich wieder vorbei. Ganz starke Szene. Ist jetzt dran, dadurch. Und, ja, Freeway, und auch mal, Freeway. Auch schon. Also wir sehen jetzt hier eine schöne Vierergruppe an der Spitze. Und wer hat jetzt den besten Topspeed? Zorn natürlich im absoluten Nachteil, weil er ohne Windschatten. Und Quickström ist zumindest schon mal daneben. Gaspars weiß gar nicht, wo er hin soll. Da soll er hin und zwängt sich durch die Mitte. Was ein Manöver. Und ist zumindest an Zorn vorbei. Zorn verliert zwei Plätze in einer Kurve. Muss jetzt aufpassen, dass er da einigermaßen aus der Kurve rauskommt. Und Gaspars wird es jetzt direkt weiter versuchen. Man merkt, er hat richtig Wut im Bauch nach diesem Unfall. Und super, da ist er durch. Zorn kann nur zugucken und Gaspars macht's auf seine Art. Zwei Leute in zwei Kurven überholt. Das ist fantastisch. Na, und so schnell kommt man von 6 auf 1 wieder. Oh, das ist ein Glück, dass es da die Safety-Car-Phase gab. Ja, kleiner Ditscher von Quickström, der aufpassen muss. Der muss sich jetzt eher nach hinten orientieren als nach vorne. Der Gaspars wird wahrscheinlich ohnehin wegfahren. Und guck dir nächster Ditscher. Der Freeway ist dran. Der Quickström schiebt den Gaspars an. Und das könnte jetzt richtig interessant werden, diese Vierergruppe. Ja, der Nachteil ist halt, wenn du jetzt nicht schnell genug wegkommst vor der Geraden, bist du im Visier und das Problem hat Gaspars jetzt trotzdem noch, weil so richtig weit weg ist er auch nicht, aber es könnte reichen. Aber guck dir, wie der sich ranzieht, der Quickström. Ja, Quickström versucht das, geht da das Risiko? Wo ist die Strecke? Da ist die Strecke! Eieiei, aber das machen sie gut, da sieht man, da fahren zwei erfahrene Leute vorne. Und jetzt gab es zwar den leichten Ditcher. Ja, du sagst es, der lachende Dritte vielleicht, aber jetzt in der Kurve, da können keine drei Autos, meine Herren. Bitte nur zwei. Und Zorn geht auch mit vorbei. Quickström vorbei und Zorn schafft's nicht ganz, ist aber dran. Achtung, Freeway, nicht in dieser Kurve, bitte. Das geht nicht gut. Also, ja, ich sag's ja, Gaspars, nicht weggekommen vorne und ja, dadurch direkt wieder bestraft worden. Oh, fantastisch, die vier da gerade, also ja, der Kurve so eng beieinander. Jetzt der Freeway geht jetzt auf 3, ist ja unglaublich. Ja, jetzt hat er ihn.
Der jetzt arme Luke Thorn von 1 auf 4 innerhalb von 2 Runden müsste es gewesen. Ja, wenn du so nah beieinander bist, dann geht das halt auch. Und jetzt geht's in die nächsten Manöver und Zorn wirft's weg. Kleiner Kreisel, zum Glück gab's das in 360-Grad-Manier. Und jetzt greift Gaspas an. Der ist jetzt im Sandwich der beiden Quickström und Freeway und schafft es nicht, vorbeizugehen. Hätte ich nicht gedacht. Die Frage ist, kann, wenn der Quickström den jetzt nicht aufhalten kann, der Freeway ihm teamtaktisch da irgendwie helfen? Ich befürchte mal schon, weil der ist nah dran, aber jetzt werden wir mal sehen. Ja, jetzt wird er ihn haben, denke ich. Denkst du, Quickström hält dagegen und macht das richtig gut. Und Zorn muss aufpassen, er ist jetzt zwischen den Dorsch und Mark Jordan gerade, aber wir können auch nicht überall gerade hingucken. Ja. Wir bleiben an der Spitze natürlich. Und Quickström hält das. Er versucht jetzt natürlich auch den Freeway daran zu ziehen. Und das funktioniert auch. Gerade hier im Kurventag kann er jetzt natürlich ein bisschen mal später aufs Gas gehen, ein bisschen früher bremsen, den Gaspass ein bisschen aufhalten und hoffen, dass vielleicht sein Teamkollege dann da ein bisschen Tumult machen kann hinter ihm. Das ist natürlich teamtaktisch auf jeden Fall intelligent, ja. Die Frage ist natürlich auch, ist bei Gaspas noch alles ganz nach diesem Unfall? Sicherlich oder nicht. Also hat er eine Beeinträchtigung irgendwo? Ich könnte es mir gerade vorstellen, weil sonst würde er sich, glaube ich, nicht so schwer tun. Jetzt ist er wieder daneben und jetzt sollte es doch gehen. Außen. Widerlich. Die finnische Kampfbremse, wie sie früher mal genannt wurde, ist wieder zur Stelle. Und der Fähringer da hinten, der ist jetzt wirklich dran und da ja, ist Zorn. Ja, und Zorn duelliert sich mit Dorsch und Jordan, bitte nicht zu nah an den anderen dran fahren. Dankeschön. Und hier an der Spitze auch wieder nebeneinander, kleine Kollision. Gaspas zieht dann ein bisschen zu schnell nach innen. Und jetzt ist er dran, der Warm Freeway. Und hier ist der Luca wieder dran. Ja, auch, ja. Und man sieht auch schon, die Regie weiß gar nicht wohin. Zu viele Duelle da gerade an der Spitze. Achtung, Jordan! Sehen wir jetzt doch noch eine Kurve was? Nee, doch nicht. Also es wäre auch ein bisschen zu arg jetzt gewesen. Schweizer gegen Brite, der Schweizer bleibt vorne. Und hier ist Gaspas immer noch im Sandwich des Nordic Cliff Racing Teams. Das wird noch eine heikle Angelegenheit. Jordan. Ja. Und jetzt vielleicht, also die Frage ist auch, Luca Zorn, so ein Dreher, da sind die Reifen natürlich dann auch sehr warm. Und das kann 1 bis 2 Runden, das hat sich gezeigt, ein Nachteil sein, während hier jetzt... Doppelter Windschatten für Freeway, zumindest kurze Zeit. Wer nimmt jetzt da das Ruder in die Hand? Quickström wieder innen. Und guck mal, wer die schnellste Rennrunde fährt und überholt. Unglaublich. Morgen ist Freeway. Freeway geht an Gaspas vorbei und der darf sich jetzt auf Platz 3 wiederfinden und hier ist das Duell auch voll im Gang und der Dorsch macht das richtig gut gegen den Luca Zorn, denn ich weiß, links, rechts, jetzt versuche ich es mal in den Windschatten rein, aber es klappt nicht und ja, Freeway bleibt vor Gaspas, zumindest vorerst und jetzt vielleicht Zorn, ja und jetzt geht's, wenn er die Kurve kriegt, das tut er und Jordan zieht mit. Und tut ihm da einen großen Gefallen, dass er ihm den Dorsch jetzt vom Leib hält. Ja, Achtung, nicht in die Kurve rein. Ja, muss er doch wieder hinter Dorsch zurückstecken. Aber er hat es fast geschafft, war ein gutes Ding. Und hier vorne ist Freeway weiter vor Gaspas. Und jetzt überleg mal, wo die nach dem Start waren, die beiden. Und jetzt Doppelführung. Zumindest für den Augenblick unglaublich. Ja, Safety-Car-Phase sei Dank. Das gleiche gilt aber auch für David Gaspas, der wäre jetzt gar nicht mehr hier ohne die Safety-Car-Phase. Und der Einzige, der eigentlich keinen groben Fehler bis dahin gemacht hat, Luca Zorn, der ist jetzt ganz weit weg. Eigentlich bitter. Ja, hat sich mit dem Dreher auf jeden Fall ins Auskatapultiert, dass da hinten, keine Sorge, ist keiner von den Führenden. Und Freeway zeigt sich zumindest auch mal gegen den Teamkollegen, weil jetzt ist natürlich das Team-Order-Prinzip außer Kraft gesetzt. Jetzt geht es um den blanken Kampf um die Punkte und den Sieg. Ja, nur das zeigt er jetzt auch. Achtung, Gaspas! Das konnte nicht gut gehen. Aber das war, also das, also er lässt ihn vorbei. Freeway ist zu weit rausgekommen. Achtung, der hat Schwung verloren. Gaspas und Gaspas versucht es auf der Außenbahn. Also wenn er ihn hier casht, dann... Wäre es ein Wunder, schafft er nicht. Versucht jetzt natürlich innen reinzustechen. Das ist jetzt die gute Position für David Gaspas. Jetzt vielleicht mit mehr Schwung. Sehr schön. Jetzt ist er aber wieder außen. Da reicht es dann nicht. Aber wenn er sich jetzt reinbremst, genau darauf hat er jetzt und gewartet. Freeway und Freeway wirft es und nochmal weg.
Das kostet viel Zeit. Achtung, da kommen Leute. Da kommen jetzt drei. Luca Zorn hat es wieder geschafft, sich davor zu setzen in dieser Dreigruppe. Wir sehen viele Reifenspuren an der Ecke. Also es ist nicht der erste Dreher gewesen an der Stelle. Der BMW hat noch Probleme. Die Hinterreifen werden jetzt extremst heiß sein. Ja, und vorne ist Gaspas dran. Der könnte jetzt aus diesem Dreher von Freeway richtig Profit schlagen. Wieder außen. Bis jetzt hat Quickström immer die Nase vorne gehabt, hat er jetzt auch. Aber Gaspas versucht jetzt natürlich auch, wie gegen Freeway, da gut reinzustechen. Hier ist Zorn jetzt daneben und wird wohl vorbeigehen, wenn er die Kurve kriegt. Ja, es ist einfach eine große Beeinträchtigung. Aha. Die Reifen sind wirklich heiß. Ich bin gespannt. Quickström hat seinen Helfer verloren. Mal gucken, ob er das jetzt auch alleine gegen Gaspas schaffen kann. Ja, jetzt sind hier wirklich, wir haben jetzt drei Zweierduelle quasi. Und Zorn ist durch. Leid vor Freeway, ja. Der versucht da zwar noch was zu reißen, aber für den Moment erstmal der Schweizer vorne. Ob das so klug ist, sich da jedes Mal zu zeigen? Sagen wir es mal so, also es kostet natürlich Zeit, sagen wir mal, wenn man jetzt rein rechnerisch daran geht, aber es kann den Gegner auch nervös machen. Wir haben das vorhin bei Johannes Michel gesehen, da ist González Cativo ständig versetzt gefahren, irgendwann ist er in die Wand gefahren, das muss nicht bei jedem klappen. Bei Luca Zorn weiß ich jetzt nicht, ob es so klug ist, das zu machen. Mal gucken. Ja, jetzt Gaspas, ganz viel Überschuss, muss da zurückstecken. Da muss da kurz auch, glaube ich, vom Gas gehen. Sagen wir so, es ist ein Stilmittel im Zweikampf. Jetzt gucken wir mal hier auf Gaspas. Wir sehen immer die gleichen Positionen. Gaspas außen, Quickström innen und Quickström macht das durch diese verbesserte Position einfach so gut. Aber jetzt der Schwung von Gaspas. Da muss da wieder kurz abbremsen, aber zu schnell. Quickström steht ihm da geschickt in den Weg. Jetzt bin ich gespannt. Lässt er ihn innen rein? Oh, das könnte schlecht sein. Jetzt muss er ihn innen reinlassen. Und jetzt muss er doch eigentlich vorbei sein. Gaspas bremst viel früher und Quickström ist der Profiteur. Das gibt's nicht. Ganz stark. Zorn und Freeway war drin. Ja, letzter Stopp für ihn. Er holt sich also nochmal frische Reifen. Cativo auch. Ja, und Mark Jordan war immer noch nicht drin. Oder haben wir da was verpasst? Jordan war einmal in der Safety-Car-Phase. Ja, der müsste vorhin gewesen sein, weil da ist er nämlich ein paar Plätze zurückgefallen. Ist der im Moment Vierter? Ja, das ist stark. Ah, Quickström, die Linie hat er nicht gut gekriegt und das ist der Fehler, den Gaspas wollte. Aber jetzt kommen wir gleich auf die Start-Ziel. Also Quickström ist jetzt gut beraten, da jetzt nicht noch schon zu attackieren, sondern einfach zu warten. Ungeschickt. Da hat er viel Schwung verloren. Guck dir das an. Das musste nicht sein. Aber wirklich viel Schwung. Aber vielleicht reicht's noch. Das jetzt noch reißt, der fährt an die Box. Ja, er zieht die Konsequenz und versucht es jetzt über die Taktik zu lösen. Kann das aufgehen? Wer hat jetzt den Vorteil? Hat Quickström den Vorteil oder David Gaspas? Wir werden es gleich wissen. Wir sehen die Standzeit 2,9. Jetzt ist die Frage, fährt Gaspas durch? Ich kann es mir kaum vorstellen. Wenn Quickström jetzt eine gute Outlap fährt, dann könnte er sich vorne dran setzen. Er war direkt hinten dran. Das war natürlich jetzt der Versuch des Undercuts. Und guck dir den Mark Jordan, der ist Dritter. Der ist jetzt tatsächlich Dritter und die anderen waren jetzt alle in der Box. Und der will durchfahren. Wo ist der Quickström? Gut, selbst wenn er den kassiert, der wird zurückfallen. Das ist ihm hoffentlich jetzt auch klar. Hoffentlich denkt er da jetzt nach und kämpft nicht mit dem. Gut, er geht zuerst mal vorne ran. Klar, er kann keine Vollbremsung machen, aber jetzt wird er ihn doch hoffentlich vorbeilassen. Das wäre klug, sehr gut gemacht. So aus, ne? Und jetzt wird er sich hinten ansortieren, wird schön sein Rennen zu Ende fahren und dann kann hier viel drin sein und er kann hoffen auf die Reifen, dass die halten. Ja, das wird jetzt der entscheidende Faktor sein. Und wie schnell können Freeway und Luca Zorn da jetzt wieder rauffahren? Das wird auch die Frage sein. Freeway ist übrigens wieder vorne. Wobei das hinter Freeway doch... Ist es nicht Cativo? Ist es Luca Zorn? Oder ist das Cativo? Gaspas auf jeden Fall mal mit der schnellsten Runde auf den alten Reifen. Ist das richtig? Ja, Gaspas. Ist ja fast schon unverschämt. Und das war ein kurzer Schockmoment, da jetzt auch gerade richtig schief gehen können auf dem Korb. Quickström auf 2, jetzt sehen wir es hier. Jordan, also unfassbarer Dritter im Moment. Er ist sogar noch in Schlagdistanz zu Alexander Quickström. Und hier haben wir Zorn. Der Abstand. Also war es tatsächlich Cativo. Kann sich nicht ausgehen. Vielleicht Dorsch. Vielleicht kann er Dorsch halten. Röken, was mit dem ist, ich glaube, der muss noch mal. Ja, der muss noch mal. Der war sehr spät drin. Aber nicht zu spät für einen Stop. Cativo auf 8. Ist auch wieder zurückgefallen. Also da muss auch irgendwas gerade gewesen sein. Der war auch wieder an der Box. Der war parallel zu früher in der Box. Ja, und Köhler und Kumpane aktuell 10 und 11 Punkte sind
aktuell safe. Also wenn die jetzt noch ein paar Runden fahren, haben sie die Mindestdistanz geschafft. Ich sag dir, die tanzen heute den ganzen Nacht auf dem Tisch. Die haben das Auto zusammengefriemelt, haben sich zwei Fahrer geschnappt. Köder ist letztes Jahr und auch dieses Jahr IGP gefahren. Ist ein absoluter Rookie. Und das, was die beiden hier, trotz dass sie jetzt ein paar Runden Rückstand haben, geleistet haben, ist bis jetzt auf jeden Fall sehr beachtlich. Das ist also auf jeden Fall starke Leistung. Und ja, wie es so ist in der Moderation, wenn man die Fahrer lobt, dann... Immer dasselbe. Ja, ja. Es geht immer schief. So, jetzt muss aufpassen, da kommt ein gelbes Auto vorbeigefahren. Das müsste Luca Zorn sein. Jawohl. Aktuell auf der 4. Der wird natürlich jetzt alles versuchen, um da vorne den Mark Jordan nochmal anzugreifen. Er hat die frische Reifen und der Abstand ist nicht sonderlich groß. Und war Gaspers jetzt an der Box? Muss eigentlich. Wenn es hinter dem Quickstream ist, muss er an der Box gewesen sein. Ja, das schaut ganz danach aus. Und das eröffnet jetzt den Showdown. Die letzten 13 Runden. Kann Quickstream den angeschlagenen David Gaspers irgendwie noch schlagen hier? Also ich fasse mal kurz zusammen. Gaspers fährt die schnellste Rennrunde auf alten Reifen, wehrt den Undercut ab und baut seinen Vorsprung sogar noch aus. Also das ist ja mal ein Wort. Ist ein Standing. Ist ein Standing und dem wird Quickstream jetzt alles entgegensetzen müssen. Irgendwie, ob es gelingt, das werden wir gleich sehen. Jetzt sieht er ihn zumindest. Jetzt hat er wieder was Physisches vor sich, was er angreifen kann. Und wir haben vorhin gesehen, da hat es nicht geklappt mit dem Wegziehen. Und da ist Gaspers. Jordan. Also ich finde es sensationell. Ich finde es auch richtig mutig. Und wenn er jetzt später wirklich Probleme bekommen sollte mit den Reifen, sollte man wirklich auch nicht auf ihn einprügeln. Das ist richtig mutig, was er hier macht. 12 Runden muss er noch durchhalten und ich wünsche ihm wirklich viel Glück dafür. Ja, ganz dem Motto No Risk, No Fun. Also da geht er wirklich nochmal auf alles, Mark Jordan. Und ja, man wird sehen, ob Luca Zorn und morgen früh da von hinten nochmal attackieren können. Gaspers auf jeden Fall müsste sich jetzt eigentlich ja nur konzentriert seiner eigenen Leistung widmen, dann könnte es gehen mit dem Auftaktsieg in Interlagos, aber davon ist er eben noch 12 Runden weg. Lässt wieder ordentlich stehen, wie wir das heute von ihm so kennen, und Quickstream wird auf jeden Fall erstmal nicht zurückfallen. Ich habe das Gefühl, der Abstand, der hält sich zumindest. Er beißt natürlich seine finnische Mentalität, zwingt ihn dazu, dran zu bleiben, alles zu probieren. Und wir sehen, Luca Zorn hat 9 Sekunden. Ja, ja. Auf Jordan. Also Bentenrieder ist draußen. Sehen wir jetzt hier gerade auch auf der Anzeige. Ist draußen. Ja. Wird als DNF zumindest angezeigt auf dem Hard. Da gehe ich jetzt mal stark von aus, dass dem eventuell so ist. Gaspers fährt die nächste schnellste Runde. Das ist für Quickstream kein gutes Zeichen. 1,6 Sekunden der Abstand. Es ist eng. 7 Sekunden nur noch bei Jordan. Also der verliert natürlich jetzt auch rapide gegen diese frischen Reifen. Kann man wirklich gespannt sein. Also ich sag's mal so, wenn die Dinger komplett einbrechen, könnte er noch Probleme bekommen. Aber alles in allem muss man sagen, Mark Jordan von 8 losgefahren, alles in den Top 5 ist ein super Ergebnis. Klar, also sorry, man muss ihm, also wie ich es vorhin auch gesagt habe, man kann ihm zum jetzigen Zeitpunkt, er muss jetzt alles riskieren. Und sorry, wenn er am Ende auf Platz 4 oder 5 ankommt, dann werden ihm alle zujubeln und wenn es halt schief geht, geht's halt schief, aber dann hat er wenigstens alles probiert. Und es ist extremst mutig, als Einziger darauf zu setzen, diese Taktik zu fahren. Köhler raucht an die Box. Ja, Bentenrieder, da haben wir es gerade gesehen, der ist also wirklich ausgeschieden. Das ist bitter, gerade so knapp vorm Ende. NF Forge Racing verliert seinen einzigen, ja, der da hinten noch unterwegs war, sein Teamkollege David Gaspers. Da sieht es deutlich besser aus. Und Köhler, da sieht man auch mal den Unterschied zu den Top-Teams. 3-4 ja. Steht er. Und ja, vorne ist der Abstand kleiner geworden. 1,4 Sekunden, 2/10 hat Quickstream in dieser Runde rausgeholt. Also das Ding ist noch nicht gegessen. Die Frage ist auch, wie sich natürlich dieser Schaden, den Gaspers wahrscheinlich hat, ein bisschen so auch auf die Reifentemperaturen auswirkt. Wenn da irgendwie ein Sturz nicht mehr ganz stimmt, das kann alles ein bisschen zu Überhitzung führen. Ist natürlich ein Nachteil. Ja, aber hat ihn ja auch im letzten Stint nicht abgehalten. Haselmann auf 9, wie gesagt, die feiern, wenn es hier so ausgeht. Und ich weiß nicht, wie viel Renndistanz gefordert ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das müsste man mal recherchieren.
Oh, und Wolken ohne Frontflügel. Ohne Frontflügel, ja. Heißt das bitter 10 Runden vor Schluss, dann nochmal den Frontflügel zu verlieren. Das war Quickström. Ach du Schande. Das war eng. Andererseits, wo soll er denn hin? Ja, also Rücken damit nochmal zum Stopp gebeten. Damit wird er wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen zurückfallen, je nachdem, wie weit der Abstand da nach hinten ist. Und für Quickström ist das richtig bitter, weil das hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Und Freeway wollte ich gerade sagen, weil die ein Bild hatten, also der wird sich auch so seine Gedanken machen nach dem Rennen. Der fährt jetzt auf Platz 6 rum. Der war knapp von der Spitze entfernt zwischenzeitlich. Aber selbst mit diesem Zwischenfall hat Quickström in dieser Runde nur 1/10 verloren. Der ist auf Höhe. Ja, er beißt natürlich, er beißt. Er weiß genau, es wäre ein Riesending, wenn er das hier gewinnt. Er hat ja das Testrennen in Abu Dhabi gewonnen unter ein bisschen, Poker-Voraussetzungen. Gaspers ist damit vor dem Tank wohl gefahren, obwohl nur die halbe Renndistanz gefordert war. Aber er hat es gewonnen, er hat gezeigt, damals noch, vielleicht haben einige auch die Onboard-Aufnahmen dazu gesehen, noch in der nicht fertigen Lackierung hat er gezeigt, dass er auf jeden Fall ein guter Fahrer ist und er will es hier jetzt wieder zeigen und er will vor allem das unter Rennbedingungen zeigen und er beißt, also man kann ihm da wirklich gar keinen Vorwurf machen. Und man sieht es auch, er ist am Limit und man sieht aber auch, dass er ein guter Fahrer ist, weil er fährt nicht über die Curbs hinaus, er fährt auf der Strecke und wie gesagt, ich kann nur sagen, wirklich fantastisches Rennen bis jetzt von ihm. Ja, der selbsternannte Iceman der WGP mit dem abgewandelten Kimi Räikkönen-Helm, also da kann er jetzt mal zeigen, was geht. Und Gaspers, der zeigt jetzt erst richtig, was geht. 1:13:0 fährt die schnellste Rennrunde, kann damit den Abstand vergrößern, zumindest in dieser Umdrehung. 1,9 Sekunden. 3/10. Ja, 3/14 waren es diese Runde. Also Gaspers antwortet beeindruckend. Ist natürlich auch das, was du vielleicht gesagt hast, jetzt mit den Reifen, dass Gaspers auch besser wird nochmal zum Ende hin. Müssen wir abwarten. In dem Fall haben beide denselben Reifenhersteller, aber ich wollte nur sagen, dieses Überhitzen ist natürlich, umso voller der Tank ist, ein größeres Problem und vielleicht behindert Gaspers das jetzt weniger als noch kurz nach dem Unfall, weil einfach jetzt das Auto leichter ist und er jetzt eben diese, sagen wir mal, Zusatzhitze besser verträgt. Also sind Theorien, die man haben kann, wir können ihn ja irgendwann mal fragen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das ausgeht. Wenn Quickström dran bleibt, heißt das, Gaspers macht einen Fehler und er ist im Windschatten. Und Röken hat durch seinen Unfall gar nicht mal eine Platzierung verloren, ist immer noch Achter. Da war das nach Hause. Ja, da war die Luft jetzt doch deutlich größer als erwartet. 1,5 Sekunden, Quickström holt auf wieder an der Spitze, hat die 14. jetzt wieder, die 14. jetzt wieder weggeknabbert im mittleren Sektor. Ja, und du hast gerade gesagt, Rücken kann das ja quasi jetzt nach Hause fahren, hinten nichts, vorne nichts los. Muss man auch mal sagen, sehr schwere Bedingungen, das Team ist gar nicht zum Test angetreten. Achtung, war da jemand neben der Strecke? Da war jemand neben der Strecke. Freeway fährt die schnellste Runde. Verrückt. Und Rinaldi war das gerade neben der Strecke. Und zu Röken vielleicht mal ganz kurz. Röken, also Dominik Röken, genannt Klubi. Also er hat sich nicht sehr gut vorbereiten können aufs Rennen. Das Team hat nicht mal an einem Test teilgenommen. Der erste Fahrer ist heute auch nicht da. Da weiß man nicht, was ist da los. Also das Team auch alles andere als gut in die Saison gestartet. Und ich denke, er wird sich in der Saison auf jeden Fall noch steigern. Und im Endeffekt, er holt hier ein paar Punkte und viel mehr. In dem Sinne wäre vielleicht auch ganz holt damit natürlich auch irgendwo das Maximum raus für Sigma Motorsport, nachdem Toyos Carter ja ausgeschieden ist. Und Tobias Dorsch, nach dem zwischenzeitlich verkorksten Dreherunfall, was er da hatte, mittlerweile wieder auf der 5. Auch denke, damit wird er auch dann am Ende doch relativ zufrieden sein. Und hier haben wir jetzt das, was wir befürchtet haben. Luca Zorn so viel schneller als Mark Jordan. Der wird den wohl ohne Probleme kriegen können jetzt mit abbauenden Reifen bei Mark Jordan. Und auch wir sehen, wie viel enger er die Kurve nehmen kann. Am besten nicht kämpfen, weil wir haben es gerade gesehen, der Dorsch, der ist nicht weit weg. Der Cattivo ist ein bisschen weiter weg. Wo ist also die Lücke? Da ist er. Und er holt ihn sich. Ja, man sieht auch, Jordan lässt das auch. Ja, aber lässt sich nicht nehmen, sich nochmal zu zeigen. So,
war so die Frage, ob das in der Kurve so förderlich ist, wenn man da so die andere Anfahrtslinie wählt. Ich glaube, es ist auch viel Instinkt. Also diese Autos, wie gesagt, ich unterhalte mich ja meistens mit den Fahrern und diese Autos, die, ja, die lassen einfach die Linie auch zu. Es wird ja hier übrigens auch, und das ist vielleicht interessant für die externen Zuschauer, die wirklich hier komplett von außen das Ganze betrachten, es wird ja ohne Fahrhilfen gefahren. Also die Kupplungshilfe ist erlaubt, das heißt, das Absterben des Motors wird verhindert und Quickstart ist der Rennrunde. Ja, der Abstand bleibt bei 1,5. Vorher hat er wieder verloren gehabt, jetzt hat er wieder aufgeholt. Es hält sich die Waage, also es ist beeindruckend ausgeglichen jetzt. Wir haben zwar kein DRS, aber wenn er unter die eine Sekunde kommt, hat er natürlich diesen zumindest Draft, den Windschatten. Ja. Diesen Windschatten ab eben der letzten Kurve bis Ende Start-Ziel. Und das ist einfach bei dieser Strecke charakteristisch, dass du dich ranziehen kannst. Und es ist auch von vielen Fahrern gelobt worden. Man kann sehr gut Zweikämpfe eben führen. Also keine Probleme da hinter jemanden herzufahren. Und ja. Das haben wir, glaube ich, im Rennen auch eindrucksvoll gesehen. Ja, ich wollte gerade sagen, das haben wir heute zuhauf gesehen. Also sehr schöne Duelle gehabt, auf jeden Fall. Und so, Dorsch ist dran. Guck dir das an. Aber immerhin, und das muss man jetzt auch sagen, selbst wenn der Dorsch den kriegt, er wäre aktuell dann fünfter Mark Jordan. Ja, also absolut richtige Strategie. Er muss das probieren. Es kann ja auch sein, vielleicht, also er weiß es ja nicht, vielleicht entwickelt sich der Reifenabrieb anders, keine Ahnung, es kommt nochmal ein Safety Car, dann hat er die Position auf der Strecke. Und Gaspars schnellste Runde, kontert Quickström, ja, wir sehen Jordan, da rutscht das Auto und Dorsch wird jetzt da mit seinem Rockstar-Auto vorbeigehen, aber Jordan, ja, zumindest in der Position zu kontern. Wie weit das dann Sinn macht, ist eine andere Sache. Vier Runden haben wir noch. Macht ihn vielleicht nervös, vielleicht macht er aber jetzt ist, glaube ich, vorbei. Ja, jetzt ist er durch und da hat er auch Schwung verloren. Und guckt dir das an, wie der wegzieht. Ja, ja. Also, jetzt muss er eigentlich gucken, González Cativo, wir sehen ihn da nicht im Bild, war deutlich schneller letzte Runde, hat mehr als eine Sekunde aufgeholt, kann man noch gespannt sein, was das wird in den letzten Runden. Ja, und bei Gaspars Quickström bahnt sich so langsam die Entscheidung an, vier Runden sind es noch und aktuell sieht es sich danach aus, als wenn Quickström wirklich die Schritte gehen kann, die nötig sind. Nee, also Gaspars hat ja auch gerade nochmal die schnellste Rennrunde gefahren, sollte das auch so bleiben, kann ich dir jetzt schon sagen, wird es den Quickström ja, zwei Sekunden jetzt ärgern, dass ihm der Gaspars die noch weggenommen hat. Und wir schauen mal, also wie es die Runde war, weil das sieht definitiv so aus, als bleibt der Abstand einfach gleich. Ja, gut, wird sogar größer. 2 Sekunden. Ja, 2,1 sogar jetzt auf der Uhr. Es sind noch 3 Runden, also die Hoffnung in Sachen Quickström schwindet, aber er kann zumindest das Positive raus mitnehmen. Wir haben gerade im letzten Stint gesehen, da kann er durchaus mithalten. Wobei, mit Einschränkungen, wir wissen nicht, inwieweit Gaspars hier beeinträchtigt war in seiner Art und Weise zu fahren. Und man muss auch sagen, das Punktesystem eben mit den 25-20er Schritt, mit den vielen Punkten, die es gibt, es lässt auf jeden Fall viel zu und da ist so ein zweiter Platz. Freeway nochmal in der Box und mir wurde auch... Das sieht nach einer Reparatur aus, wenn ich das richtig sehe. Ja, mir 7, wurde auch gemeldet, der hatte einen Unfall, das heißt, der ist jetzt nur noch Siebter und da sehen wir Cativo, der ist Sechster. Jetzt sehen wir da Jordan schon im Bild. Ja, das wird jetzt die Frage sein, wie weit ist Jordan weg? Hatten jetzt nicht gesehen. Natürlich geht die Regie eher wieder auf den Jetzt sehen wir es hier. Achtung, das sind, ja, das reicht. Das sind 13 Sekunden. Also wenn er das noch wegwirft, der Mark Jordan, dann müssen die Reifen schon extrem einbrechen. Das wäre dann so ein bisschen 2008er-like, als Hamilton dann auf den Timo Glock eingeholt hat in Interlagos. Wobei das Trockenreifen im Regen war. Und das wollen wir Mark Jordan jetzt nicht unterstellen. Nee. 12,5, Gaspars dreht nochmal die schnellste Runde, untermauert damit ja seinen wahrscheinlich ersten Platz. 2 Runden haben wir noch. Ja, man sieht, also Quickström sieht ihn, aber er sieht auch, glaube ich, langsam den Sieg aus seinen Fingern gleiten, auch wenn er, wie gesagt, er kämpft und ich finde es super, also er hat echt alles probiert. Ohne und er dabei hat auch im Vergleich zu seinem Teamkollegen die Fehler... Gravierende Fehler zu machen, wollte ich gerade sagen. Naja, ne, die gravierenden Fehler außer Acht gelassen. Also Quickström wirklich mit einem starken Rennen, muss man einfach so sagen, nach einem schwachen Rennstart. Da sollte man vielleicht noch mal mit ihm reden, dass er nicht im Neutralgang anfahren sollte oder was er da auch immer gemacht hat. Das war ja unglaublich.
Na, dann jetzt gucken wir mal. Zwei. Ja, jetzt geht's 1, gleich 6. In die letzte Runde. Drücken, macht da nett Platz, ohne allerdings groß vom Gas zu gehen. Brauche ja auch nicht. Nur mal den Windschatten mit. Sag danke. Und damit gehen wir in die letzten Kilometer in diesem Rennen. Abstand ein bisschen gesunken, also ein bisschen gekostet hat's. Und Quickström, der fährt nochmal die schnellste Runde. Der will sie echt wegnehmen. Und jetzt ist die Frage, kann Gaspar nochmal kontern? Ja, jetzt hat er nochmal einen Ansporn für die letzte Runde. Ich glaube, der hat es jetzt auch, wenn er es jetzt gesehen hat, wird er auch denken, was ist denn das für einer, ja? Die Frage ist, ja. Jetzt kann gucken wir mal kurz, Abstand nacken. Jordan sehen wir nicht, schade. Abstand Jordan Cativo, aber eigentlich dürfte da nichts. Ich glaube, es wird reichen. Also in 3 Runden 13 Sekunden zu verlieren, da müsste er schon einen Fehler machen, glaube ich. Und damit geht Gaspers jetzt noch ein letztes Mal in den zweiten Sektor. Viel Rauch wieder, das haben wir heute öfters bei ihm gesehen. Er hat einen starkes Wochenende gehabt, eine gute Qualifikation, wo er allen um die Ohren gefahren ist, für Interlagos-Verhältnisse wirklich weit vorne war. Und jetzt im Rennen haben wir einen starken auch ersten Stint von ihm gesehen, danach dieser Zwischenfall, wofür er nicht viel konnte, wo er viel Pech hatte und dann dieses Comeback mit einem tollen Kampf um die Spitze, ein Viererkampf und jetzt wird er auf die Startziele einbiegen und damit das Rennen, den Saisonauftakt der WGP-Saison in Interlagos für sich entscheiden. Glückwunsch an Gaspers, Glückwunsch an NF Porsche Racing. Guck dir das an, schnellste Rennrunde. Und er holt sie im Ernst noch. 12-4 und das krönt ein geniales Wochenende. Quickström wird sich ärgern, das in jedem Fall. Und Luca Zorn holt sich am Ende den 3. Platz in die Schweiz. Starkes Rennen. Und beendet damit das Rennen da, auch guck, vor. Guck, wie eng das ist. Das gibt's ja nicht. Ja, Jordan haben wir gerade da gesehen. Dorsch wird im Übrigen Vierter und Cativo haut es weg. Aber ich glaube, da war auch, also wenn er da jetzt nicht perfekt rausgekommen wäre aus der Kurve. Aber wie viel der nochmal aufgeholt hat am Ende, ist ja irre. Und Mark Jordan mit der Einstoppstrategie holt sich die Top 5 nach dem Startplatz 8. Und es müsste doch jetzt auch für ein paar Sponsoren, die jetzt vielleicht auch zuhören, doch nochmal hier der Ansporn sein. Klebt euren Aufkleber doch auf das Auto. Cativo wird 6. 7. müsste Rücken werden. Oh nee, Freeway. Ja, Freeway, der, was soll der sagen? Am Ende wird er nur enttäuscht sein. Es war in Ansätzen kein schlechtes Rennen von ihm, aber in den entscheidenden Situationen, und das müssen wir einfach sagen, hat er die Nerven nicht da gehabt, wo sie sein müssen. Und hinter ihm wird Dominik Röken ins Ziel kommen. Und hier sehen wir schon einen, der im Ziel ist. David Gaspers ist sogar jetzt schon einmal rum. Fällt jetzt in die Boxengasse. Also, das der Schlusspunkt eines grandiosen Rennens. Haselmann wird 9. vor Köhler. Damit haben wir das Klassement auch durchgehabt. Und damit können wir uns langsam aber sicher auch schon von der Strecke verabschieden mit ein paar wunderbaren Burnouts. Wir haben gesagt, die feiern die ganze Nacht durch. Ich denke, das wird auch so sein. Also, wir haben klasse Rennen in Interlagos gesehen und werden das Ganze sicher nochmal Revue passieren lassen. Jetzt gleich geht's dann weiter mit der Pressekonferenz zum Abschluss. Und ansonsten sagen wir zu Ihnen schon mal, dass wir uns Sie natürlich gerne auch zum zweiten Rennen in Mexiko wieder begrüßen würden und sagen schon mal Tschüss. Bis dann. So, und damit sind wir zurück in Interlagos noch mit der abschließenden PK, um nochmal ein bisschen so zu hören, was denn die Top-3-Fahrer uns so alles Schönes noch an Hintergrundinformationen zu sagen haben. Und natürlich bei uns zum einen der Davids, der ja den ersten Platz belegt hat, Alexander Quickström und Luca Zorn, der dann auf dem 3. Platz gelandet ist. Und wir beginnen natürlich beim Sieger des Ganzen. David Gaspers, wie war denn erstmal dein Eindruck vom Gesamtrennen, von der Saisoneröffnung? Was ist dein Fazit? An sich hat es auf jeden Fall super Spaß gemacht, das Rennen. Am Anfang hatte ich einen nicht so guten Start erwischt. Da ist Luca dann, ich glaube, von 3 auf 1 direkt gefahren. Hatte ich ein paar Runden Zweikampf mehr mit ihm. Und konnte mich dann ein bisschen absetzen, hat nach dem ersten Stop, glaube ich, so 12 Sekunden Vorsprung. Dann Kollision und Auto relativ zerstört eigentlich an der Front. Und habe dann aber mit dem Safety Car doch Glück gehabt. War ein schöner Zweikampf oder teilweise auch 3- und 4-Kampf dann danach. Und hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und hoffe, dass es beim nächsten Rennen so weitergehen kann.
Ja, da sind wir natürlich auch sehr gespannt drauf. Du hast es gerade erwähnt, du hattest ja einen Zwischenfall in der doppelten Linksende des ersten Sektors. Vielleicht eine kurze Beschreibung der ganzen Sache aus deiner Sicht, was genau passiert ist? Wenn ich, also so wie ich es mitbekommen habe, stand Michel relativ mittig auf der Strecke. Ich wollte dann halt innen auf der Ideallinie vorbeifahren. Und er hat wohl gedacht, wollte, dass ich außen vorbei will und ist dann nach innen gefahren. Und ja, dann ist er mir halt ins Auto gefahren und mein Frontflügel war weg und Vorderreifen platt. Von diesem Zwischenfall abgesehen, war es ja für dich ein sehr optimaler Saisonstart. Hättest du vor dem Rennen gedacht, dass alles so einigermaßen reibungslos verläuft und dass du am Ende ja als Sieger von der Rennstrecke gehen kannst? Ich habe es mir erhofft auf jeden Fall. Ich wusste ja ungefähr, was die jeweiligen Fahrer von Zeiten fahren, von Hot Laps her. Ich finde es ein bisschen schade, dass Max Riedmüller jetzt nicht dabei war. Aber ja, es ist ungefähr das rausgekommen, was ich mir erhofft hatte. Jetzt geht es ja natürlich dann auch mit dem zweiten Rennen bald weiter. Was sind deine Ziele für das anschließende Rennen? Am besten da weitermachen, wo man jetzt aufhört. Aber jeder hat seine verschiedenen Stärken auf Strecken, von daher kann man es schlecht sagen, jetzt nach einem einzigen Rennen. Also, das ist die Stimme von David Gaspers, dem Sieger des Interlagos-Rennens. Und wir machen direkt weiter mit unserem zweitplatzierten Alexander Quickström. Ja, Alex. Wie ist deine Stimmungslage jetzt direkt nach dem Rennen? Ja, ein bisschen gemischt, aber ja, eher positiv als negativ. Aus dem ja, schlechten Anfang vom Rennen doch noch das Beste gemacht und ja, David die letzten so 10, 15 Runden noch einen ja, halbwegs guten Kampf geliefert. Bin eigentlich zufrieden. Auf welchem Wege wäre es denn heute möglich gewesen, vielleicht den ersten Platz noch anzugreifen? Wäre es überhaupt möglich gewesen auf dem normalen Weg oder hätte schon irgendwas Krasseres, also nochmal irgendein Unfall oder so dazwischen kommen müssen? Also David generell zu schlagen, wird, glaube ich, immer sehr schwierig bleiben. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, wo ich das Rennen ja verloren habe, war direkt am Start viel zu viel Wheelspin gehabt und irgendwie von 1 auf 9 gefallen und im Infield dann noch ein paar ja, kleine Berührungen, Kollisionen mit der stehenden Autos gehabt und ja, von daher kann ich mit dem Ergebnis, wie eng es am Ende war, doch sehr zufrieden sein. Gerade im Hinblick dann aufs nächste Rennen wird ja die Frage sein, was nimmt man sich dort vor? Wie sind jetzt deine Ambitionen? Lieber den Abstand nach hinten erweitern oder versuchen, noch näher an die Spitze heranzurücken? Was kann man erwarten von dir? Ja, ich denke mal so weitermachen, wie es jetzt ist. Wenn es bei dem ja, Abstand zu David bleibt oder auch nach hinten zu Luca, wäre ich natürlich sehr zufrieden. Ja, immer mal hoffen, dass man vielleicht doch nochmal einen Sieg abstauben kann, wenn es bei David mal nicht so läuft. Aber ja, generell so weitermachen, wie es jetzt ist. Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, ob da der Abstand im nächsten Rennen noch ein bisschen verkürzt werden kann. Damit bedanken wir uns bei dir, Alex, und kommen zu unserem drittplatzierten Luca Zorn, der ja heute auch aufs Podium gefahren ist. Glückwunsch erstmal dazu, Luca, und ja, vielleicht deine Einschätzung kurz zum Rennen. Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, haben sehr schön einen schnellen Start erwischt. Waren die ersten paar Runden vorne. Sehr intensiver Zweikampf mit David gehabt. Hat die Pace ein bisschen nachgelassen. Hab irgendwie den Rhythmus, den Anschluss verloren. Dann kam diese Safety-Car-Phase, war ich plötzlich wieder Erster. Dann ging es nochmal intensiv zur Sache und dann auch wieder Rhythmus verloren, Anschluss verloren. Weggedreht. Dann irgendwie noch hingekriegt, auf den dritten Platz zu kommen. Ist es denn am Ende ein, ja, aus deiner Sicht positives Ergebnis, dieser dritte Platz, oder hattest du dir vorher mehr erhofft? Große Ambitionen hatte ich nicht für dieses Rennen. Ich dachte einfach mal fürs erste Rennen mal schauen, wie es ist. Mal schauen, wie weit dass ich komme. Durch den Zeitenvergleich hatte ich schon ein bisschen Angst, aber ich glaube, es ist alles so rausgekommen. Oder besser rausgekommen, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Nun hast du ja mit den beiden vor dir Platzierten schon zwei direkte Konkurrenten gefunden. Wer könnte denn noch in dieser Region in den nächsten Rennen mitfahren, also ums Podium? Wir haben unter anderem Max Riedmüller einmal gehört. Gibt es da noch jemanden, den du da auf jeden Fall mit sehen würdest? Max Riedmüller sehe ich definitiv. Andere Fahrer, die sicherlich auch noch raufkommen könnten, womit ich heute auch sehr zu kämpfen gehabt habe, war Freeway, ihm hatte ich sehr zu kämpfen.
auch mit Mark Jordan. Also da könnte es in dieser Region könnte es auch nochmal ein bisschen heiß werden. Aber da muss erstmal die Konstant bei den Jungs, muss er erstmal hinkommen. Aber sonst werden wir mal schauen, was die nächsten paar Rennen bringen. Wie würdest du denn das nächste Rennen schon mal rein streckentechnisch einschätzen? Eine Strecke, die dir liegt, oder könnte es problematisch werden? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe absolut keine Ahnung, was die nächste Strecke ist, aber ich hoffe einfach mal, dass die Vorbereitungen für das nächste Rennen definitiv besser laufen als hier für Interlagos. Dann hoffen wir das auf jeden Fall mal mit dir und hoffen natürlich, dass dadurch auch der Kampf an der Spitze weiter spannend bleibt. Und wir sind natürlich auch dann wieder mit dabei in der Live-Schaltung und hoffen natürlich auch an unsere Zuschauer gerichtet, dass auch sie wieder mit dabei sein werden im zweiten Rennen. Wir verabschieden uns aus Interlagos und sagen Tschüss. Bis dann.